Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich Esra mit im Video dabei und sie wird euch ein bisschen was über die Nebenjobmöglichkeiten in Sofia erklären. Und zwar ist sie im ersten Semester Humanmedizin und hat jetzt bereits schon seit mehreren Wochen eben, also von Anfang an eigentlich gleich einen Nebenjob gefunden, den sie jetzt schon ausübt. Ja, was machst du denn genau und wie bist du zu deinem Nebenjob gekommen? Genau, ich arbeite bei Telos Communication und zwar habe ich mich schon bereits in Deutschland beworben. Bewerbungsprozess lief eigentlich relativ strukturiert, alles online ab. Wie ich auf Telos gekommen bin, habe ein bisschen recherchiert, geguckt, wo so meine Jobmöglichkeiten hier in Sofia stehen ist und habe auch gehört und in vielen Forums gelesen, dass viele Studenten auch bei Telos arbeiten, dadurch, dass es halt ein internationales Unternehmen ist, viele Sprachen anbietet auch. Ja, dann habe ich mich einfach bei Telos beworben, online. Okay. Wie gesagt, es lief relativ strukturiert ab und habe schnell Feedback bekommen. Gab es da auch ein persönliches Gespräch? Oder? Genau, das gab es auch. Als ich in Sofia angekommen bin, hatte ich direkt vor Studiumstart, hatte ich dann das alles eingeplant, hatte mein Vorstellungsgespräch halt eine Woche vorher, also am 14.10. War ja Semesterbeginn und bin extra eine Woche vorher angereist auch und hatte mein Vorstellungsgespräch. Da haben die wieder ein kleines Interview gemacht und war noch so ein Aufnahmetest, aber das ist alles machbar. Also ich musste mich auch nicht so extrem darauf vorbereiten, das war schon entspannt. Okay, cool. Also es arbeiten ja sehr viele deutsche Medizin- und Zahnmedizin-Studenten bei Telos oder anderen solchen Outsourcing-, Telekommunikationsunternehmen oder wie nennen wir das, Kundenberatungsunternehmen. Genau, genau. Ja. Wie ist es denn, auf welcher Stundenbasis arbeitet man und welche Modelle gibt es da, also welche Möglichkeiten hast du da, wie flexibel ist man da, wie lässt sich das mit dem Studium kombinieren? Ja, ich arbeite Teilzeit bei Telos, 20 Stunden die Woche. Wobei ich sagen muss, die Stunden sind total flexibel gestaltbar. Also ich arbeite nicht jede Woche 20 Stunden. Je nachdem, wenn ich einen Test schreibe, nehme ich mir dann für die Woche nur 15 Stunden halt Zeit für die Arbeit und entsprechend darauf die Woche arbeite ich dann halt ein bisschen mehr. Okay. Aber das ist total flexibel gestaltbar. Okay. Und wie ist das mit der Bezahlung? Wie viel verdient man da im Monat, wenn man da arbeitet? Ja, das ist 1.100 Lever. Das ist ungefähr 550 Euro. Das ist für bulgarische Verhältnisse, also für einen Nebenjob eigentlich relativ sehr gut. Also, genau. Ja. Und es geht halt, also die Bezahlung ist halt deswegen so hoch, weil du eben deutschsprachig bist, fließend Deutsch sprichst. Und das wollen die eben und deswegen bezahlen die einen da auch so gut. Ja. Also das liegt halt schon bei weitem über dem Durchschnittslohn in Bulgarien. Ich muss dazu sagen, Telos bietet wirklich sehr viele Benefits für ihre Mitarbeiter. Ich bin über die versichert, also krankenversichert. Ach super. Genau. Okay. Und die bieten auch so eine Multisport-Card an. Da bezahlt man im Monat nur 30 Lever und kann ganz Sofia wirklich in luxuriösen Fitnessstudios gehen. Genau, auch Spa, Wellness, Yoga, Pilates, alle Kurse auch mitmachen. Was bieten die noch? Ihr habt doch noch so fürs Essen, für Restaurants, genau, Marken. Genau, wir und bekommen. Das summiert sich dann auch. Ne? Also das ist auch wir bekommen Gutscheine, viel. Genau. Bei Teilzeit ist es 40 Lever im Monat und diese Gutscheine kann man sich dann immer abholen, jeden Monat, genau. Okay, cool. Würdest du es anderen Leuten auch empfehlen, eben hier zu arbeiten? Und wie ist es, du finanzierst dein Studium selbst? Genau, ich finanziere mein Studium selbst. Ich bekomme auch kein BAföG. Das ist auch einer der Gründe, wieso ich nebenbei arbeite. es ist nicht einfach. Also das muss man auf jeden Fall sagen. Man hat weniger Schlaf. Darauf muss man sich nun mal einstellen. Es ist gerade am Anfang, ich bin wie gesagt im ersten Jahr, die Leute, die ich kenne, die auch bei Telos arbeiten, Studenten, haben erst im dritten, vierten Jahr angefangen, weil die sich einfach
in den ersten zwei Jahren das nicht getraut haben. Allein wegen, ja, man hat am Anfang einfach viel, viel mehr Seminare. Mhm. Und, aber es ist machbar, also ich mache es auch. Und es klappt? Es klappt, es ist nicht einfach, man muss auf ein paar Sachen verzichten, aber es funktioniert. Wie ist es denn mit der Freizeit? Also hattest du jetzt trotzdem ein bisschen Zeit, wegzugehen, Freunde kennenzulernen? Ja, natürlich, auf jeden Fall. Ich sehe zu, dass ich Wochenende relativ früh arbeiten gehe. Mhm. Also ich gehe dann so um 7 arbeiten, mache dann meistens so 6-8 Stunden am Wochenende. Und hab dann abends frei und noch ein bisschen Zeit zum Lernen. Okay, das hört sich doch ganz human an. Ja. Okay, cool. Ja, dann das war's für dieses Video. Ich hoffe, ihr habt was mitnehmen können. Ich werde euch auf jeden Fall noch ein paar Informationen unter dieses Video packen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mir gerne schreiben. Ich habe meine Kontaktdaten unten in der Infobox angegeben. WhatsApp oder E-Mail. Es dauert manchmal ein bisschen länger, bis ich antworte, studienbedingt. Aber ich antworte immer. Vielen Dank, Esra, gerne, für das Video. Danke dir. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bye. Ciao. Tschüss.